Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shapes.io hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich werde jetzt einfach mal hier die noch dazwischen setzen, damit sich das ein bisschen mehr aufteilt hier. Ich hoffe, dass sich dadurch da ein bisschen mehr aufteilt und... Ah, da kriege ich es jetzt nicht dazwischen. Hier könnte ich einen dazwischen setzen, aber das sieht doch nicht so aus, als wenn sich da viel aufteilt. Aber scheint ein bisschen mehr abzulaufen hier erstmal für kurze Zeit. So, also da sind wir noch nicht so ganz... gut drinne, dass wir das hier richtig bedienen oder richtig, ja, richtig bedienen. Das stimmt schon, das ist genau das, was man dazu sagen muss. Gut, okay, aber wir wollen natürlich jetzt hier sozusagen heute uns um dieses Symbol kümmern, wo wir natürlich solche lila Kreuzchen brauchen. Dann brauchen wir in der Mitte noch lila Kreuzchen und natürlich einen weißen Kreis mal wieder. Weiße Kreise braucht man ziemlich häufig, habe ich das Gefühl. Das heißt also, diese Batterie, die werden wir auf jeden Fall so übernehmen. Wir werden sie aber anders befüllen. Davon, denke ich mir mal, können wir dann erstmal ausgehen. Das heißt also, ich werde hier erstmal einmal ganz kurz Steuerung und das hier so bis dahin kopieren. Das brauchen wir ganze zweimal noch. Das heißt, das werden wir auch ganze zweimal dann hier runter hinbauen. Da müssen wir ja bloß das Material ran transportieren von dort. So, das nochmal einmal hier. Einmal dort. So, dann läuft hier einmal Haken raus und da laufen einmal Haken raus. Die müssen wir natürlich dann beide Male lila färben. Das ist auch nicht weiter schlimm. Die Farbe kann man ja hier oben machen. Und dann geht das weiter. Alles klar. So, das heißt also, wir müssen das jetzt hier irgendwie sauber rantransportieren und irgendwie so rantransportieren, dass das einigermaßen ganz gut da reinläuft. Erstmal brauchen wir hier so einen 6er-Würfel von den Dingern wieder. Den müssen wir wieder umstellen mit T, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. So. Dann ein Förderband bitte in die Richtung. Bis dahin. So, und jetzt würde ich sagen... Bleibt uns nichts anderes über, als wir jetzt hier jeweils mal einen Teiler reinzubauen. Einen davor. Einen hier hin. 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 So, dann müsste dann eigentlich... dass hier immer fein säuberlich durchlaufen. So, und da kommen dann hier schon mal zumindest die richtigen an. Alles klar. So, dann werden wir jetzt hier noch weitermachen. Den nächsten 6er Würfel. Shift von hier einmal bis da durch. So. Dann brauchen wir den Teiler hier. Da. Dort, dort, dort und dort. Und dann brauchen wir hier natürlich den Abgang da rein. So, sehr gut. Und dann haben wir hier auch diese 6er Teile. Gut, das ist doch schon mal etwas. So, jetzt brauchen wir zweimal lila. Das heißt, wir brauchen zweimal eine Färberei in dieser Größe 8 mit einer Farbe. Ausgang ungewiss. Färberei ist... Also erstmal Farbmischanlage. Ich brauche die, nehme ich dann einfach mal hier so mit. Ne, die nehme ich nicht. Ich nehme die andere. Da passt mir der Ausgang besser. So, die nehmen wir mit. Die kostet bis 75 Punkte. Warum kostet die bis 75 Punkte? Ist da ja ein Wert dran? Werden wir sehen. So. Und da müssen wir dann jetzt der lila mit einfärben. Und das machen wir einmal hier und einmal da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8,
9. Nehmen wir das hier nochmal drunter, so in der gleichen Höhe. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. So, dann kriegen wir jetzt einmal Lila. So, das heißt, jetzt brauche ich die Jungs hier wieder. Den brauche ich 6-mal, ne? So. Dann brauche ich hier oben. Und hier. So. Dann brauche ich einmal. Nicht im Kreis fahren hier, bitte. Danke. Einmal da dran. Einmal da dran. Einmal da dran. Und einmal da dran. So. Und dann kommt da Lila raus. Sehr gut. So, dann brauchen wir die Färbestube. Auch zweimal. Das heißt, wir müssen jetzt das Lila erstmal. Also das müssen wir. Ja, gut. Ja. Ja, das legen wir erstmal hier im Halbkreis so rum. Dass das dann wieder hier ist. Genauso wie wir das dann quasi da erstmal hinlegen. So, dann nehmen wir dieses Lila hier von hier. Gehen damit hier hoch. Und kommen damit dann hier irgendwo an erstmal. So, und dann nehmen wir dieses Lila. Und gehen damit erstmal nach hier unten. Um ums Grün. Hier hoch. Und gehen hier durch. Bis da so hin ungefähr. Und dann müssen wir hier mal einmal das untertunneln. So. Und dann müssen wir das nochmal untertunneln. So. Gut. Dann brauche ich jetzt die Färbeanlage, die Dinger lila macht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Und ich hätte gern einen Ausgang auf der Seite. Das heißt, wir nehmen das hier. Steuerung gedrückt halten. B. Das ist quasi unsere Färbeanlage jetzt. Die denn hier drunter kommt. So. Das ist eine, kann ich noch wieder einkürzen. Und muss dann. Ach, da muss ich mit dem anderen auch nochmal unten drunter durchspringen. Okay, gut. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann machen wir das hier drunter auch nochmal. Gleiche Höhe. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. So, sehr schön. Das heißt, ich muss jetzt einmal hier mit der Farbe ran und einmal mit dem Kreuzen ran. Die Kreuze, die können hier ran, also muss das erstmal schon mal hier das, ganz so. Das muss auch mal unter springen bis dahin. So, und die Kreuze können da dran. Das kann weg. So, und dann haben wir hier schon mal Lila Kreuze. Sehr gut. So, und dann gehen wir hier mit der Farbe. Einmal springen hier unten drunter durch. So. Da dran und da dran. Und das sticht weg. So, jetzt brauchen wir noch weiße Kreise. So. Kreise hatten wir hier in ausreichender Menge. Weiß. Könnte man von hier rot, grün. Blau könnte man hier weiß herstellen, Kreis herstellen, weißer Kreis einfärben und dann müssen wir bloß noch alles übereinander schubsen. Ach, guck mal, hier hätten wir noch so eine Sterne gehabt. Alles klar. Gut. Hier hinten findet man ja immer mehr krumme Figuren, obwohl hier, guck mal, da ist immer eine rein quadratische Figur. Na, das ist ja ein Ding, was alles gibt. Gut, weiß. Also müssen wir erstmal weiß machen. Ja. So. Ah, Carter, der war jetzt gerade der Meinung, ihr müsst sich hier mal runterhopsen.
So, weiß machen wir zum Beispiel hier in der Bahn und das sieht aber doof aus. Bauen wir dann noch weiß. Hier haben wir auch schon mal irgendwo noch weiß. Hier haben wir noch mal eine weiße Bahn. Hier haben wir noch eine weiße Bahn, die nehmen wir glatt. Von da an bis da hinten hin. Copy gedrückt. So, da machen wir weiß mit. Das müssen wir dann hier hinten nochmal herstellen. Nehmen. Machen wir die Eingabe von unten, damit wir dann die Kreise und das Färben hier alles haben. Dann einfach auf der Seite. Können wir auch machen, ne? Das nächste Grün da. Da ist das nächste Grün. Okay. So, Ausgabe müsste jetzt so oben sein, Eingabe müsste unten sein. Genau. So, das heißt, wir brauchen Blau, Grün und das Zeug. So. So. Ist da dran. So, ist da dran. Und du gehst da dran. So viel zum Thema Weiß. So, jetzt haben wir Weiß, jetzt brauchen wir noch Kreis. Und dann müssen wir natürlich noch eine Färbeaktion bauen. Also dieses Ding hier nochmal machen. Und dann die Kreise abbauen, nach oben führen, Farbe von der Seite ranführen. Wunderbar, das sieht sehr schön aus. Dann nehmen wir noch glatt weg. Gleich das hier. So, einmal von da bis dort. D gedrückt. Kostet 1200, ist jetzt schlimm. Auch nicht weiter teuer. So, dann setzen wir das hier ein. So, und dann nehmen wir jetzt den Förderbandkram hier. Und machen weiß da dran. Da muss Weiß dran und hier muss Kreis dran. So. So, dann haben wir auch einen weißen Kreis. So, jetzt müssen wir den Merger hier runterbauen. Den können wir ja einfach hier mal gerade runter. Wo muss ich denn überhaupt nachher hin? Ach, da ist der Hub. Okay, nö, dann kann ich ja nachher hinten drum runter. Ah ja, sehr gut. Das ist auch gut. So, ich muss jetzt den Merger bauen, denn ich muss hier jetzt erstmal. Was für ein Teil bauen wir? Wenn man das hier. Ich muss jetzt erstmal den. Das ist nicht egal, wie rum. Gut, dann machen wir die beiden jetzt hier zusammen. Und dabei muss. Ach, Mist, verdammter. Der Kreis muss unten sein. Der weiße und das muss oben sein. Gut, wir brauchen den Merger. Der Merger, ne, also der Zusammenführer. Den haben wir auch hier hinten. Den hole ich mir einfach von hinten weg. Hier haben wir den Merger einmal, so wie er sein muss. Und dann haben wir ja noch einen Folgemerger. So. So. 1, 2, 3. 9 Stück. So, dann haben wir einen neuen Merger. Und du musst jetzt quasi hier hinten weiße Kreis und das merchen. Weiße Kreis ist hier, das ist da. Die Richtung merchen. So. Und du musst in die Richtung merchen. Was da rauskommt. So, jetzt muss das bloß an die richtige Stelle. So, und zwar nochmal nachgeguckt. Weiße Kreis unten, das Teil oben. Oder wenn wir es andersrum machen, ist auch egal, weil das können wir später noch lösen. Also, das heißt, hier müssen wir. Mit einem weißen Kreis und da dran und du kannst da dran. So, dann müsste jetzt hier ein Teil rauskommen, was so aussieht. Genau. So, und dann brauchen wir jetzt das Ganze muss es dahin geschoben werden und der muss dahin. Na gut, okay. Also der muss dahin. Der muss da lang. Muss da drauf geschoben werden. So. Gut. Und jetzt müsste das richtig aus. Das sieht richtig aus, oder? Sieht das richtig aus? Sieht richtig aus. Ja, muss der ganze Quatsch ja nur noch.
Ah ja, da haben wir ja einen langen Weg. Okay, warte mal. Macht aber nichts. Verdammt, von hier einmal quer rüber. Verdammt. Und dann da ran. So. Und schon müsste das fertig sein. So, jetzt müsste hier irgendwo kommen jetzt hier die Teile an. Wunderbar. Also, dann haben wir jetzt diese lila Kreuze Geschichten da fertig und haben das jetzt sauber haben das sauber aufgebaut und das müsste eigentlich jetzt auch dauerhaft funktionieren. Das sieht sehr gut aus. Da haben wir auch schon 14.500 von dem drin. So, und jetzt kommen die hier schon angerasselt und dann können wir hier mal gucken und dann sehen wir, wie sich das jetzt hier hochzählt. Das läuft doch schon mal ganz gut. So, da braucht 40.000 von. In der gleichen Zeit sollten ungefähr die ankommen. Das heißt, das müsste man auch fertig haben. Und wir warten jetzt darauf, dass das fertig wird. Kommen die da oben nicht mehr so gut? Doch, die kommen auch noch richtig gut rein. Die kommen auch noch gut rein. Okay. So, da brauchen wir 80.000 von den lila Kreisen. Na gut, die kriege ich jetzt auch nicht viel schneller hin. Die Kopiereinheiten haben wir, aber wir könnten jetzt hier das noch ein bisschen beschleunigen, aber Pilzkopf muss ich jetzt erstmal nicht beschleunigen. Das geht erstmal noch. Wir müssten hier mal gucken, wo die herkommen, ob wir da vielleicht noch ein bisschen Beschleunigung reinkriegen, aber so recht, denke ich mal. Ja, liegt hier an der Kreisherstellung, glaube ich. Noch einen drauf geben. Da noch einen drauf geben. Dann könnte hier ein bisschen mehr entstehen. Dann könnte das hier ein bisschen voller liegen, das Förderband. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt so denn. Naja. Also ein bisschen Tuning, ein bisschen Feintuning, aber nicht das, was jetzt so unbedingt kriegsentscheidend ist dafür, dass wir hier weiterkommen. Wichtig ist halt eben, dass wirklich diese Figur jetzt, die jetzt im Auftrag ist, hier fertig wird, damit unsere Förderbänder nochmal schneller werden. Wie gesagt, 100.000 davon ist natürlich dann schon, ja, das ist schon, da könnte man vielleicht nochmal dran denken, dass man das vielleicht ein bisschen pimpt dann hier. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt wirklich nur am Abbau von allem liegt oder nicht, aber da können wir ja natürlich mal. Hier ist genug Rot anscheinend. Auf der Schiene hier. Aber auch das andere Rot. So. Können wir da ein bisschen mehr Rot reinschmeißen. Dann wird hier vielleicht ein bisschen mehr Rot gefärbt. So, dann machen wir den noch hier in einen mehr. So, kommen hier die Rohstoffe her. Die kommen einmal von hier. Von hier. Von hier. So. Und jetzt könnte das Förderband ein bisschen voller liegen. Wir gucken mal hier. Vierer, Sechser, Fünfer Gruppen. Naja, so viel voller liegt jetzt auch nicht. Oder ist das schon durchgeschlagen? Weiß ich nicht. Ja, jetzt liegt es ein bisschen voller. Also ein bisschen weniger Lücken sind drinne. Aber es ist schon mal ordentlich was hier aufgeboten. Muss man ehrlich sagen. Und man sieht auch so langsam aber sicher, dass es denn hier anfängt ein bisschen zu ruckeln. Also ich kann nicht mehr ganz rauszoomen, um alles zu zeigen, was wir jetzt bis jetzt aufgebaut haben. Da ist schon einiges geschehen und ja, ich hätte gerne halt den Vierfachzerteiler, damit wir mit dem Vierfachzerteiler uns die Objekte so bauen können, wie wir sie brauchen, denn für die Geschichte, die wir hier noch offen haben, nee, das wollte ich nicht, da wollte ich hingucken, damit wir diesen Kreis machen können, wo wir den grünen Stern einfach drauf zimmern, damit wir dann hier noch ein bisschen schneller werden können. Gut, das ist jetzt natürlich auch primär noch was, aber wie gesagt, das kommt alles mit der Zeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wir haben hier wieder mehr, aber das kommt sehr kleckerhaft rein. Hier, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Das scheint irgendeine Produktion noch nicht ein bisschen zu hakeln. Kann aber daran liegen, dass vielleicht zu wenig Sterne im Angebot sind. Dass die immer zu wenig ankommen. Ne? Hier sieht man, die Kreise kommen genügend. Aber hier die Sterne, das reicht noch nicht aus. Also da ist jetzt hier sozusagen hier der Engpass. Und das muss noch ein bisschen verbessert werden wahrscheinlich. Oder ein bisschen mehr passieren hier, damit da ein paar mehr von den lila Sternen rauskommen, dass das Förderband voll liegt. Also da haben wir sozusagen hier an der Stelle quasi unser Engpass. Ist dann nur mal so, da müssen wir mal gucken, dass wir die Schneider schneller kriegen oder den Transport hier dran schneller. Ne, den Transport eigentlich nicht viel schneller, der ist eigentlich voll.
Es liegt wahrscheinlich wirklich an den Schneidern, aber wir müssten eigentlich. Ja. Wir wissen so ein Schneider. 3 Items pro Sekunde, also. Das sollte locker durchgehen. Der Rotierer so langsam, der macht 12 Items pro Sekunde, der ist auch nicht so langsam. Der Zusammenleger macht 2 Items pro Sekunde. Wenn die auf 12 kommen hier. Na gut, das Förderband macht jetzt 16, ne? Also brauchen wir dann hier noch ein bisschen mehr. Brauchen wir hier noch ein bisschen mehr von denen. Na gut, aber das, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.